Ein Video für Dennis, eine Kommentarantwort. Ich habe dieses Laufwerk ja gezeigt. Das ist das FZ357, das von Chinon, 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 keine Ahnung, Shinilan, keine Ahnung, was auch immer wie das heißt. Ein Original Amiga 1200 Laufwerk. Aus der Zeit DD Laufwerk habe ich ja wieder fertig gekriegt. Ich habe mir da halt nur aus Versehen, weil ich es euch eigentlich zeigen wollte, wie man das mit einem Oszilloskop abgleicht. Zum Glück, in Anführungsstrichen, zum Glück nur die Lichtschranke für Track 0, für Track 0. Damit der Kopf weiß, wo ist Track 0. Den habe ich mir kaputt gemacht. Den habe ich halbwegs Frankensteinmäßig wieder hingekriegt. Da stecken jetzt zwei einzelne Teile drin. Ist keine richtige Gabellichtschranke mehr. Es funktioniert aber. Ich habe das ja fertig gemacht, ich habe das ja auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Ich habe es auch abgeglichen. Ich werde euch das nochmal mit dem anderen Laufwerk zeigen, was ich hier habe. Das ist ein umgebautes PC-Laufwerk, wie man das abgleicht. Und Dennis, ich kann dir eins anbieten. Dein Laufwerk, was du sagtest vom A600, das Original oder was das da war, das Chinon oder was. Ja, ich hätte Interesse, wenn du es mir für einen vernünftigen Preis überlässt. Kein Problem. Oder ich biete dir an zum Selbstkostenpreis, und zwar nur die Versandkosten für dich, dass du mir das hierher schickst und ich mache es dir fertig. Dann hast du noch mal eins in Reserve, ein Original-DD-Laufwerk. Weil, wie du ja auch schon wieder anfingst mit dem Disketten, mit Magnetisierung und richtig formatiert und bla und hast du nicht gesehen, mit dem Programm, was das macht. Weißt du, das Programm macht eins. Es schiebt den Kopf auf den Track und liest die Daten aus, ob er die Daten lesen kann. Und wenn es daneben liegt, dann zeigt es X an. Es liest auf der Disk, auf diesem Track 11 Zylinder. Die Diskette ist eingeteilt in Sektoren, in Zylinder und in Spuren. Der geht auf die Spur 79 und liest aus den, glaube ich, 9 Sektoren 11 Zylinder aus. Und das sind diese 0 oder ja, XXX und bis 11 hoch. Also wie auch immer. So, das macht das Programm, zeigt mir das an. Und es liegt nicht an der Diskette. Nochmal, die Diskette kann ich in dem Original-Diskettenlaufwerk vom Amiga CD-TV einwandfrei lesen. Die kann ich in dem umgebauten Laufwerk im Amiga einwandfrei lesen. Sie ist mit einem identischen Laufwerk, was im Amiga umgebaut wurde, aber das Laufwerk ist nicht umgebaut. Also ich habe zwei identische Laufwerke. Eins ist umgebaut für den Amiga, eins ist, habe ich noch original für den PC. Da habe ich ja diesen Drawbridge USB Krimskrams Gedönse da fertig gemacht, damit ich damit auch Amiga-Disketten am PC über USB schreiben und lesen kann. Die Diskette habe ich damit beschrieben. Die kann in dem Laufwerk am PC ordentlich gelesen und geschrieben werden. Die kann am Amiga, umgebauten Laufwerk, ordentlich gelesen und geschrieben werden. Und die kann im Original-Diskettenlaufwerk vom CD-TV ordentlich gelesen und geschrieben werden. Und kann dieses Laufwerk genauso. Nur das, wo du drüber rumblubberst mit den, ja, bla bla bla, hast nicht, ich habe das jetzt nicht alles im Kopf. Das kann es halt nicht, weil es nicht richtig justiert ist. Und das Programm kann es eigentlich auch. Damit könnte man es machen. Es ist aber sehr umständlich, sehr langwierig. Es geht. Und darum will ich das nochmal zeigen an dem anderen Laufwerk, was jetzt noch nicht so richtig hinhaut an den Ende von den Tracks. Nochmal mit dem Oszilloskop, das werde ich nochmal machen. Das werde ich dann nochmal zeigen. Wenn mir das abraucht, ist das nicht so schlimm. Es ist mir dann scheißegal, wenn das Laufwerk auch im Arsch geht. Das ist mir dann egal. Das ist ein umgebautes Laufwerk und die kriege ich überall. Aber das mit der Diskette, nochmal. Das liegt nicht daran, dass die ewig alt ist, nicht richtig formatiert wurde oder sonstigen Scheiß von sonst wann da noch mit hinten dran hängt. Das hat damit nichts zu tun. Wenn die Dinger formatiert werden, dann ist der Track formatiert und dann wird er neu geschrieben. Egal, ob da neben dran noch, wenn da
sprich von einem alten Laufwerk, daneben dran noch was vorhanden ist. Das ist scheißegal. Hauptsache, der ist genau auf dem Track drauf. Und ich habe dir versucht zu erklären, dass dieses originale DD-Laufwerk nicht so sensibel reagiert wie ein PC-Laufwerk, HD-Laufwerk. Die sind sehr sensibel auf Datenmüll. Weil dieses DD-Laufwerk liest, ja, das hat was mit der Verstärkung da drinnen zu tun und allem. Das ist so viel Krimskrams, das musstest du dir selber raussuchen, das gibt's im Internet zu finden. Das ist nicht so empfindlich gegenüber andere Sachen. Das hat auch eine bessere Fehlerkorrektur, weil das eigentlich nur auf diesen... Das hat mit der Zeit, mit der Lesezeit dieses Sektors zu tun, ist das nicht so empfindlich. Ein HD-Laufwerk ist viel empfindlicher, weil er die Daten schneller lesen und schreiben muss, ist das Ding empfindlicher, verstärkt ein Stück schneller und ist dann eben anfälliger für Datenmüll, der da noch irgendwo hin dran hängt. Aber die Diskette, die ich da benutzt habe, die ist richtig formatiert, die habe ich ja vorher richtig formatiert. Da muss ich mir nicht extra noch ein Laufwerk irgendwo umbauen mit Magneten, wie du das da irgendwie mal gesagt hast, und das da hin und her mit Neodym und sonst was löschen. Das muss ich gar nicht. Ich hab hier einen Magneten, dann gehe ich einmal über dieses Kette ringsrum und dann ist das Ding gelöscht. Was ist da dran so schwer zu verstehen? Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. So, das ist jetzt hier für Dennis, dass er mal kapiert, was ich von ihm wollte. Aber selbst das hat er nicht kapiert. Das weiß ich auch jetzt schon. Gut, aber danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.